Mein Name ist Harvey Neslek, ich bin 15 Jahre alt, ich mag Paraschwimmen und meine Hauptdisziplin ist Kraul. Ich habe ja eine Plexusparese an der rechten Schulter und der Arzt hat damals empfohlen, dass ich einen Sport machen soll, bei dem ich den Arm so viel wie möglich bewege und das war dann eben Schwimmen. Ich finde immer, also wenn ich einen schlechten Tag habe oder wenn es mir mal nicht so gut geht, dann komme ich hierher und dann kann ich das so beim Training rauslassen. Ich liebe den Sport und ich finde, das hilft mir, meinen Stress abzubauen. Was mir auch gefällt, ist, dass Schwimmen so ein Einzelsport ist. Wenn mal was schief läuft, dann ist das auch meine eigene Schuld und dann finde ich das schön, dass man so die Sachen bei sich selber sucht und das ist so, man konkurriert dann auch mit seinen Freunden und da entsteht dann so eine schöne Freundschaft. Ja. Als ich bei den EDM mitgeschwommen bin und als er dann mein Name aufgerufen wurde und dass ich Deutschland repräsentiere und so, ich fand, das war so ein richtig schöner Moment. Auf jeden Fall dann dieses Jahr bei den EDM auch in den Finale auf das Podium zu schaffen und 2025 die europäisch-olympischen Jugendmeisterschaften und wenn ich es dann so weit bringen kann, vielleicht 2028 LA, die Paralympics. Also ich hatte unzählige Rückschläge, aber ich habe tatsächlich noch nie den Gedanken gehabt, mit Schwimmen aufzuhören. Meine Trainerin Maxi oder mein Trainer Pascal, wenn ich so an mir so zweifle, dann sind die immer da und erinnern mich daran, was ich schon alles erreicht habe und dass ich jetzt nicht aufgeben soll und weitermachen soll, wenn ich schon so weit gekommen bin. Was ich zum Beispiel oft mache, ist, dass ich mich immer ganz viel so abklatsche, also so im Körper. Ich finde, das hilft immer, oder ich reibe meine Hände an den Startblock. Das hilft immer, weil ich bin meistens vor Wettkämpfen sehr nervös und dann prickeln meine Finger so. Selbstdisziplin. Ich meine, beim Schwimmen ist es ja so, also bei jedem Sport ist das ja so, dass es auf einen selber ankommt, dass man sich beim Training Mühe gibt, sich anstrengt, seine Ziele verfolgt. Also ich finde, das hilft mir auch im Leben weiter. Selbstdiszipliniert. Vielleicht perfektionistisch und zielstrebig, aber ich glaube, das wären so die drei. Pur, ehrgeizig und zielstrebig.